Dann gehen wir mal nach oben. Auf ein neues. Auf den Weg in einen neuen Tauchgang. Ey. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Tauchgang schon gesagt habe. Ich hasse Wasserlevel in Spielen. Wie die Pest. Es fing schon damals bei Super Mario. Schon bei Super Mario an, dass ich das nicht mochte. Also beim allerersten Super Mario auf dem NES. Und ja, es hat sich bis heute nichts daran geändert. Obwohl ich in der Wirklichkeit eigentlich total die Wasserratte bin. Also sobald ich im Wasser bin, fühle ich mich pudelwohl. Kann ich Stunden drin verbringen, wenn ich im Freibad bin oder sowas. Total geil. Aber im Spiel, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass ich das nicht mag. Und bei diesem Spiel, ja gut, da weiß ich, woher es kommt, weil das einfach gruselig ist. Und ich habe auch keinen Roboti, der mir hilft, so wie vorhin quasi. Aber vielleicht finde ich ja noch einen, der mir ein bisschen helfen mag. Das ist ein Kasten. Da kann ich aber auch nichts drücken. Also die Muscheln sehen ja teilweise echt bescheuert aus. Mit den Zeichen drauf. Da ist auch noch irgendwas. Eieiei. Ja. Aber auch hier kann ich wieder nichts betätigen. Ja. Oh, Fischis. Hallo, Fischis. Fischi, Fischi. Hoffentlich seid ihr die einzigen Fische. Also, von mir aus können von euch noch ein paar mehr kommen. Aber ich hätte gerne keinen großen weißen Hai. Ah, das ist bestimmt das Zeichen. 350 Meter noch. Verstehe auch nicht, warum ich da jetzt unter Wasser so rennen kann. Aber naja, vielleicht habe ich ja ein bisschen Blei in den Schuhen. Ich gehe mal nicht vom Pfad ab. Weil ich... Lambda! Lambda! Oh. Also hier muss irgendwo Lambda sein. Da hinten leuchtet es doch auch schon wieder. Scheiße, was ist das? Also entweder ist jetzt mein Headset gerade kaputt gegangen. Oder das ist im Spiel. Die Durst, was? Oh. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 ich komme nirgendwo hin. Scheiße. Ja, toll. Boah, fuck. Ja, das ist wie in... bei Slenderman mit den Viechern, glaube ich. Sobald die in der Nähe kommen, krisselt das Bild. Nur, dass die mir nicht... dass die sie nicht hin und her teleportieren. Ich muss da irgendwie da dran vorbeikommen, weil... Oh, scheiße, Mann. Oh, meine Pumpe geht jetzt schon wieder, ey. Aber hier war ich doch überall schon. Wie komme ich her? Ich muss da lang. Ich muss ja so vorschnell wieder sein. Hier ist das Lambda-Zeichen. Oder das Zeichen für 350 Meter.
herrje. Boah! Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich da außen irgendwie rum? Ich muss da irgendwie da... Ja, pass mal auf, jetzt habe ich es mir hier versaut, wa? Nee. Ach, Mann. Ich will da nicht dran vorbeilaufen. Muss ich bestimmt neu laden. Da ist doch ein kleiner Vorsprung. Vielleicht komme ich hier drauf. Ach komm, ich bin unter Wasser. Ja, gut, da komme ich nicht hoch. Nein, 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 jetzt bin ich wieder runter. Ja, sorry Leute, aber ich traue mich einfach nicht, da jetzt dran vorbeizulaufen. Komm. Hehe. Muss aber auch wissen, wo das Scheißvieh ist. Das ist es ja auch. Gehe ich einfach den Weg zurück? Oder gehe ich da lang? Scheiße. Da ist das Licht. Oder bin ich wieder runtergesprungen, wo ich herkomme? Oh Gott. Ja, diese Folge könnte ich, glaube ich, auch orientierungslos nennen. Aber das kann ich eigentlich fast jede Folge, wo ich... Oder, ja, also bisher jetzt bei diesem Let's Play nicht unbedingt, aber... Da ging es eigentlich noch mit meiner Orientierung. Weiß auch nicht, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich das, wenn ich am Computer sitze, nicht so oft habe. Hier muss doch irgendwo so ein helfender Roboter sein, ey. Ja. Ich stecke gewaltig in der Scheiße. Weil ich absolut keinen Plan habe, wo ich hin muss. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich bin. Weil ich ja den eigentlichen Weg, den ich gehen wollte, der wird mir ja leider in diesem verkackten Fieder versperrt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt... Ich glaube, ich laufe gerade zurück. Aber wie immer bin ich mir da nicht sicher. Oh, fuck. Lass mich raten, 350 Meter. Ach, leck mich doch. Ich bin tatsächlich zurückgelaufen. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch, oder was? Mann. Geht doch. So, hier muss ich lang. Das ist der originale Weg. So. Ich bin vorhin hier runtergesprungen. Tun wir das jetzt mal nicht. Aber wo ist er denn? Ich muss noch mehr finden. Ja, ja. Leck mich. Du kriegst mich nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass es keinen anderen Weg gibt. Du kriegst mein Blut nicht. Alter, jetzt geht's aber los, wa?
Vampirroboter. Boah, und ich spring dem voll vor die Fresse, oder was? So, einfach mal dran vorbeihüpfen. Ich steck in der Scheiße. Lambda, Lambda, da blinkt was. Ist das ein Eingang? Ja. Ho, ho, ho. Rein da, rein da, rein da. Boah. Wasserlevel überstanden. Check. So, dann gucken wir uns doch mal in Lambda um. Hier noch ein paar Taucheranzüge. Ach. Wie dreht man denn nochmal? Hey. Ja, egal. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir so Sorgen mache beim... Schutzhelm, den könnte ich auch gebrauchen. Bei den Wasserleveln, weil hier in den Bases ist es ja nicht anders. Oh, fuck, Mann. Alter, was geht hier ab? Catherine? Was ist das, Mann? Ich dachte, hier wär's sicher. Ja, so viel dazu. Ja, erstmal das Omni-Tool reinpacken. Der Roboter hier oder? Ach, die Maschine hier oder was? Willst du mich verarschen, Mann? Ja. Simon, right here. Ah. Alter. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is... Everything's fucked. Yeah, echt fucked up. Nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way. But I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't... You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. All right, time for plan B. What's plan B? Oh, the Omni-Tool. The tool you inserted into the terminal. Oh, yeah, the door opener. Yeah, you can pull my Cortex chip and put it into the Omni-Tool. What's a Cortex chip? It'll be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omni-Tool.
come on. I need you to do this one thing for me. Yeah, all right. Thanks. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connection. Catherine? Hm. All right. Let's give this a try. Oh Mann. Jetzt macht die auch noch so Andeutung, dass ich selber auch noch ein Roboter bin. Jo. What's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, filing. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Yeah. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Check the computer in the other room. Ich soll jetzt ohne... Ja gut, den... Da war doch gerade irgendwas. What was I said before? Are you from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Moment. Ich bin bestimmt einfach nur die letzte Erinnerung von diesem Genscan und das ist dann wirklich so rübergekommen. Ja, von wegen, du öffnest mir die Türen. Ja, ich habe ja eine Taschenlampe. Can't make any sense of it. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Oh Mann. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Ich will da nicht ra- Ach du Scheiße, da ist was! Oh Scheiße, ey. Die Tür geht nicht auf. Holy shit, Mann. That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Na, wieder Hand reinstecken. Was zur Hölle bringt das? Ich glaube, das werde ich auch nie erfahren. Moment. I told you. Go check the computer in the other room. Ich war doch immer... Ich will da nicht rein.
Ich muss in den Raum. Moment, da komme ich doch überall her. Ich habe einen Feuerlöscher. Ja, Lambda, HQ. Ich glaube nicht, dass das der Computer ist, den ich checken sollte. Daten wiederhergestellt, ARC. Oh nein, Meinungsumfrage. Interview 1. Robin Bass, 7. Juli. ...2103. Habe ich vorher schon mal ein Datum gesehen? Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor of that? I think it's really important we do this. Also haben die alle ihren, zu dem Zeitpunkt, wo das dann aufgenommen wurde, das, den Brainscan gemacht und das wurde alles quasi in Maschinen gesetzt. Ian Patterson, 8. Juli. Mark Zaring, am 9. Juli 2103. What are your thoughts on the ARC project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Oh ja. Das ist ein modularer Raum. Aha. 5,11 Quadratkilometer. Scion. Version 2. Keyword. Version 4. Alter, bin ich hier in der Matrix oder was? Gemischter Laubwald. Stadtpark. Ja, Schaltbild. Dazu kann ich jetzt nicht ganz viel sagen. Es verwirrt mich alles mehr, als dass es mich weiterbringt in der Geschichte. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Eiche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrungen geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, ich fühle mich gestärkt, eine bessere Version meiner selbst. Ich fühle mich fremd, ich bin ein Gast in einem anderen Körper. Ich fühle mich falsch, nicht mehr wie ein echter Mensch. Zweitens. Wie würden Sie
ihren psychischen Zustand beschreiben. Ja, normal bin ich auch jetzt gerade nicht. Also, ich fühle mich abgetrennt, eine Trennung von Körper und Geist. Ich fühle mich verändert, als hätte sich mein Charakter geändert. Ja, ich fühle mich verloren. Ich existiere nicht mehr. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal wie erwartet? Nein. Ich nehme meine Umgebung bewusster und genauer wahr. Ich fühle mich blockiert, als ob meine Sinne Sinne taub wären. Mir fehlt einer meiner natürlichen Sinne oder sogar mehrere. Also ich höre, ich sehe, fühlen tue ich scheinbar auch, riechen und schmecken kann ich jetzt nicht sagen. Aber eigentlich nehme ich das genauer wahr, glaube ich. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Ich mag es nicht, irgendwas stimmt nicht, es ist beunruhigend, alles fühlt sich konstruiert an, deprimierend, ich werde das Gefühl nicht los, dass alles falsch ist. Nee, beunruhigend. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Ja. Sechstens, wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Sie ist etwas völlig anderes. Ja, natürlich. Vorher war ich noch irgendwie... hatte ich ein blutendes Gehirn. Jetzt bin ich scheinbar irgendwie ein Roboter. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Nein. Alles andere brauche ich gar nicht lesen. Nein, sie ist zu weit entfernt von der Realität und allem, was ich kenne. Wie viel kommt da denn noch? Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Ja, vielleicht. Ich weiß ja nicht, was da noch alles auf mich zukommt. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Meh. Found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Ich weiß, wo ich bin, genau in der Erde. Ja. War ja irgendwie klar. Jetzt muss ich auch noch finden, wo ich bin. Und das ging ja fix. Ja, ich bin in Lambda. Oder auch nicht. Aber ich dachte, ich wäre in Lambda. Eieiei. Quasi wie Schiffe versenken. Och komm. Irgendwann ist doch mal gut. Den wollte ich nicht scannen. Kann es ja nur noch der sein. Da vorne ist nichts. Und noch einer. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no. It's on Earth. It's so close to fire. They almost made it. Damn it. It won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Ich kann dich ertragen. Ja, okay.
I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni-Tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. What happened to the tower, and the dock, and the welcome center? What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Ja, dann dürfen wir jetzt direkt weiter zu Theta.